fünf europäische Künstler, durch deren Augen die Welt überraschend winzig wird. Ein VW-Bulli kämpft sich durchs Wasser. Ein Käfer flieht vor Ungeheuern, scheinbar, denn es sind nur Spielzeugautos. Inszeniert in der realen Welt. Von der Schweizer Fotografin Kim Leuenberger. Der Paddington-Bär im Bulli war ihr erstes Bild. Das war vor 7 Jahren. Unser Platz 5 der europäischen Künstler, durch deren Augen die Welt überraschend winzig wird. Ihre Fotos sind in Ausstellungen zu sehen oder in sozialen Netzwerken. Einblicke in eine teure Villa. Jedes Möbelstück ist ein Designklassiker, aber hier wohnt niemand. Alles hier ist nur wenige Zentimeter groß. Die Britin Elaine Shaw hat ihr Traumhaus samt Inventar selbst entworfen im Maßstab 1 zu 12 und landet damit in unserem Miniatur-Ranking auf Platz 4. Sie arbeitet so genau, dass nicht nur die Lampen leuchten, sondern auch die Uhren funktionieren. Elaine Shaw ist Teil einer weltweiten Community, die Miniaturhäuser einrichtet. Für die schönsten Sehenswürdigkeiten in der Türkei braucht man eine Lupe. Allerdings nur, wenn man sie durch die Augen dieses Künstlers betrachtet. Unser Platz 3. Denn Hasan Kale malt seine Motive auf den kleinsten Objekten, die ihm in die Hände kommen. Reiskörner, Melonenkerne oder Streichholzköpfchen. Die Miniaturmalerei hat in der Türkei eine langjährige Tradition und Hasan Kale ist ein Meister darin. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. Bei dem britischen Graveur und Mikrokünstler Graham Short ist das nicht nur ein Spruch. Auf die scharfe Kante einer Rasierklinge hat er diese Worte geritzt. Nur ein Zehntel eines Millimeters groß. Dafür gibt es bei uns Platz 2. Rund 150 Anläufe hat er dafür gebraucht. Für seine ruhige Hand trainiert er seine Ausdauer. Er schwimmt jeden Tag 10 Kilometer, um einen Ruhepuls von gerade mal 30 Herzschlägen die Minute zu halten. Bei normalen Menschen schlägt das Herz 3-mal so schnell. Vielleicht sind diese Werke auf den ersten Blick noch nicht so beeindruckend. Aber sie sind so winzig, dass sie alle in ein Nadelöhr passen und nur durch ein Mikroskop zu erkennen sind. Der Brite Willard Wiggin ist unser Platz 1 der europäischen Künstler, durch deren Augen die Welt überraschend winzig wird. Seine Mini-Werke entstehen nur mit der Hilfe von Mini-Werkzeugen. Bis zu 3 Monate arbeitet Willard Wiggin an den Skulpturen mit einer ruhigen Hand, die ihresgleichen sucht.